Hallo, hier ist wieder eure Manuela. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Heute habe ich ein Paket bekommen von Scheidings Online Shop eben. Dort gab es für September eine Überraschungsbox und die habe ich mir jetzt mal bestellt. Also es gibt jeden Monat anscheinend eine Überraschungsbox. Die kostet 29,99 Euro und 5,90 Euro Versand noch dazu. Gelegentlich ist es auch schon geringes Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber das macht ja eigentlich bei Süßigkeiten nichts aus. So, packen wir es mal aus. Ich wusste jetzt auch nicht, wie viele Teile drin sind oder auch nicht. Ich habe es jetzt gerade schon mal geöffnet und zeige euch mal diesen riesen Karton, der eben gekommen ist. Also richtig mächtig. Ja, mächtig. Und dann packen wir es mal aus. Oh, eine Karte. Genau, das ist die Rechnung eben. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir von Funny Frisch Kesselchips Cross Cut Ranch Soße Style. Erster Elfter haltbar. Ja, super. 120 Gramm. KFC Original Rib-Weiß Recipe-Geschmack, sorry. Okay, hört sich interessant an, kenne ich jetzt noch gar nicht. Sind 150 Gramm, bis 16 dann 10er haltbar. Passt auch. Kartoffelchips mit frittiertem Hähnchengeschmack. Sehr interessant. Käse-Chips. Genau. Oh, Cheese Jalapeno Geschmack. Also Käse und scharf ist es noch dazu. Ja. Das ist nichts für dich. Sei mal leise. 75 Gramm, 20.10. haltbar. Nochmal Käse. Die sind schon seit 2 Monaten abgelaufen. 85 Gramm Käseflips. Dann haben wir nochmal die gleichen Kesselchips, eben wie vorhin. Auch bis zum 1.11. haltbar. Käse, nochmal. Ja, willst du einmal probieren? Willst du mal probieren? Ja. Nochmal Käse. Die sind ja echt gut. Ja, dann haben wir noch mal Käseflips, die schon seit 2 Monaten abgelaufen sind. Die kann also gleich verdingt. Dann kriege ich gleich mal meine Tochter eine. Die liebt die und mein Mann vielleicht. Mhm. Baileys. Toffifee Karamell Popcorn. 125 Gramm. Sind noch bis 24.03. haltbar. Aber wenn man das so anlangt, dann ist es wie ein ganzer Klumpen. Popcorn mit Überzug aus Sahne, Karamell und Irish Cream Likör Geschmack. Baileys Geschmack. Also nichts für die Kinder. Ich bin immer gespannt, weil das ist alles, wie gesagt, ein Klumpen. Aber sehr interessant, freue ich mich zu probieren. Was haben wir denn da? Strawberry Sharing Pack. Sieht so aus. Mama, siehst du mal?
jemand hat hier so ein Hafernherz. Das ist offen, da können wir mal schauen. Scheint so Schaumstoff. Sollen wir das mal aufmachen und mal schauen, was das ist genau? Ja. Schaumstoff oder so. Ach, es fühlt sich wie Zuckerwatte an. Zuckerwatte ist es eben. Rosane. Mal probieren. Erdbeer. Zuckerwatte ist es. Ah. Mmh, sehr süß. Mmh. Und sehr erdbeerig. Also hey, drei so Becherchen. Das fällt schon da raus. Aus der Packung. Hier. Drei Becherchen. Schön zugemacht. Hey Mama. Hey, auch interessant. Hier ein Herz. Schokolade mit dem. 165 Gramm bis 19.11. halber. I love Milka Praline. Kennt, glaube ich, jeder. Haselnusscreme. Sehr lecker. Tolle Sache. Was haben wir jetzt leider? Sweet Biscuit. Schulzeit. 17 mal 15 Gramm, 255 Gramm. Ja, du kriegst gleich eins zum Probieren. Ich schau grad. Halber bis März 22. Sehen also so aus, die kleinen Bäckchen. Und schauen wir mal ein bisschen auf. Und da sind Kekse drin. Kannst du mal eins probieren? Haben die, ja, das sind verschiedene Buchstaben. Ja. Als Keksform. Lecker! Sweet Biscuit. Also süße Kekse. Oh, was haben wir denn da? Mandeln in Vollmilchschokolade. 79%. Kakao 30% mindestens in der Vollmilchschokolade bis halber September 21. Also können dann jetzt auch verköstigt 500 Gramm. Riesenmandeln. Interessant. Zu der Jahreszeit natürlich genau super. Ah, das ist super, weil unseres ist gerade leer gegangen. Ein Ketchup von Knorr. Sogar natürlich lecker. 100%ig natürliche Zutaten. Nur mit Honig gesüßt. 250 Milliliter und haltbar, ja, eine Woche ungefähr noch. Aber Ketchup hält sich ja meistens etwas länger im Kühlschrank. Und das ist eine kleine, schöne Packung. Wird verdickt. Das sind, glaube ich, Datteln. Ja, tunesische Datteln, 200 Gramm, halber bis 10.04.23 sogar. 23, siehst du? Ja, süße Datteln, einfach. Kenne ich jetzt noch gar nicht, habe noch nie Datteln ausprobiert. Freue ich mich auch drauf. Ui, ja. Ja. Dann haben wir von Milka wieder. Milka Schoko Crane. Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, also so Kekse eben. 126 Gramm. Halber bis 27.02.22. Auch noch eine ganze Weile geben. Haferkekse von Milka mit Schokolade. Sour Patch Kids mit Wassermelone. Das sind also saure Gummibärchen, so wie es ausschaut, mit Wassermelonengeschmack. Ich mag das nicht. Ja, das kann die
Große, dann essen die Kira. Mal gucken. Auch hier bis 29. November 21 halber. Sieht eben so aus. Also auch Saures mit dabei. Bis März 22 halber Aprikosen ganz entsteint und geschwefelt. Aprikosen sind nicht so mein Ding. 200 Gramm türkische Aprikosen. Auch interessant. Eine bis jetzt sehr tolle Auswahl eigentlich, ne? Ach, da haben wir nochmal die Mandeln eben. Ein gleiches Päckchen, auch nur bis September haltbar. Wo? Mama, Mama, darf ich das da haben? Was hast du denn da? Chupa Chups, Melody Pops. Okay. Strawberry Flavor, also. Strawberry ist, glaube ich, wieder Erdbeere, ne? Ja. 11,22 halber. Erdbeergeschmack, genau, glutenfrei, Lutscher mit Erdbeergeschmack. Und anscheinend ist da eine Pfeife mit dabei, wo man pfeifen kann. 4x15 Gramm, auch eine super tolle Idee. Mama, darf ich das haben? Das darfst du haben. Da kannst du der Kira aber auch eins geben, ne? Die Packung ist leer. Aber ich will das nur die allen. Für mich alleine. Mini-Knödel gefüllt mit Pilzen. Wow. Auch nicht schlecht, eine aus 100%ige deutsche Kartoffeln. Funny. Haltbar bis. Schauen. 11.11.21, 320 Gramm. Also wenn es mal schnell gehen muss, haben wir jetzt was zu Hause. Hätte ich mir wahrscheinlich so nie gekauft, aber bin ich echt gespannt, wie die schmecken. Circa 16 Knödel. Kleine Knödel. Ah, dann haben wir eine Götterspeise von Dr. Oetker. Zwei Beutel, Waldmeistergeschmack. Und auch halber bis April 23. Das ist dann eher was für meinen Mann und für die Große vielleicht. Hätte ich so wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber toll. Ah, dann haben wir Mendos, ja. Die kennt, glaube ich, auch jeder. Drei Päckchen, halber bis August 23 eben. Wird hier auch geliebt von den Kindern, ne? Mendos. Oh, das ist ja mal geil. Ja, vier Walnüsse. Vier Bäckchen. Ne, das sind Glückskekse, sind das. Vier Bäckchen. Halber bis 21. September. Ja, ist in Ordnung. Glückskekse sind ja immer eine tolle Sache. Ja, aber darf ich das? Eine Packung zu mir haben. Da kriegt jeder von der Familie eine Packung, ja, ne? Das ist die da. Sollen wir mal einen öffnen? Ja. Mal schauen, was drinnen steht. Mal einen Spruch vorlesen können. Kannst du dir mal einen nehmen? Weizengebäck mit einem Zettel im Inneren, der nicht zum Verzehr geeignet ist. Wie viel sind? 10 Stück pro Packung. Soll ich dir aufmachen? Sind also extra alle nochmal so in Plastiktütchen eingeschweißt. Sehen dann so aus. Ja. Dann macht man den eben auf. Ich glaube, Glückskeks kennt auch jeder. Ja, und da sind dann ist der Zettel drin. Genau, dann kannst du den Keks essen. Wie bei der Buffet. Wie beim Buffet essen, weil genau. Da den auch bei Zettel. Sie schaffen sich treue Verbündete, wenn sie Mitarbeiter an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Steht also in Englisch, in Deutsch und noch zwei andere Sprachen drauf. Ich glaube,
Italienisch könnte es vielleicht sein und keine Ahnung. Dann haben wir ein Päckchen, 165 Gramm Studentenfutter, Rosinen-Nussmischung eben. Haltbar bis 5.1.22. Ja, Studentenfutter, sagt jeden, ist ja ein bisschen röslich, aber das macht gar nichts. Und mal schauen, wo ich das Zeug noch hinräume. Doch mehr wie gedacht. Dann haben wir nochmal von Snackback Erdnüsse im Knuspermandel, Paprika, Wasabi, Zwiebelgeschmack, 120 Gramm, auch bis 5.1. halber. Dann haben wir nur so eine Tasse. Sehr interessant. Bin ich gespannt. Dann haben wir noch mal eine Götterspeise, Zitronengeschmack. Zitronengeschmack kenne ich jetzt gar nicht als Götterspeise. Sehr interessant. Bis Dezember 22 haltbar. Der Dr. Oetker wieder. Erstes. Boah, da haben wir wohl eine Flasche. Fanta. What? Stefanta, ohne Zucker. Kannst du das Geschmacksrätsel lösen? Probiere, scanne und Hinweise erhalten. 1,25 Liter ist eine blaue Fanta. Sehr interessant. Eben. Musst du anscheinend selber raten, was es für ein Geschmack ist. Nur noch 4 Sachen. Ja. Halber bis 30.11.21. Hier, das war's. Wow, was haben wir denn da? Dr. Oetker Summer Edition Backmischung. Typ Maracuja. Gleich, Heli? Ja, gleich. Muffins zu machen. Ja. 9,21 halber. Mit Schokotropfen, Creme in 2 Farben. Backform, da weiß ich ja, was ich nächste Woche backe. Und noch was zu backen. Noch eine Backmischung. Ja. Auch wieder Summer Edition. Auch bis jetzt halber Typ Limette. Mit Schokotropfencreme in 2 Farben und Backform. Oh, eine Backform. Ist auch dabei. Okay. Aus Papier wahrscheinlich. Backidee für 12 Cupcakes auf der Rückseite. Noch ein bisschen warten, Heli. Sehr interessant. Wird dann auch die nächste Zeit gemacht. Kekse. Dann haben wir von Milka nochmal Kekse. Halber bis 28.02.22. Ich glaube, die kennt auch jeder. Und wenn es von einer anderen Marke ist, eben Schokokekse. 150 Gramm. Und dann tatsächlich haben wir noch Schokowaffel. Eine große Schokowaffel. Mal gucken. 90 Gramm. Haltbar bis 5.12.21. Eine Schokowaffel. Sehr süß gemacht, finde ich. Also ich finde wirklich von allem eigentlich etwas wenig dabei. Ich auch. Für 29,99 Euro ja. Finde ich es auch in Ordnung. Ist eine Überraschungspackung und viele Sachen, wo ich noch gar nicht kenne, wo ich wahrscheinlich auch nicht mal eingekauft hätte. Also ich bin zufrieden mit der Box. Vielleicht werde ich sie mir demnächst nochmal bestellen. Ja. So, tschüss. Bis zum nächsten Mal.